Man muss Wasser mögen, man muss die Anstrengung mögen. Man fühlt sich hinterher gut. Das ist so ein erschöpftes, zufriedenes Gefühl. Und wenn das Boot gut läuft, wenn alle synchron paddeln, dann ist es einfach toll, weil das Boot dann gleitet quasi auf dem Wasser und das macht alle richtig glücklich dann. Jacqueline Heile gehört zu den RFT-Kabeldrachen, ein Sportteam, das vor 3 Jahren das Drachenboot für sich entdeckt hat. Eine Wassersportart, die in den 70ern von Hongkong aus die Welt eroberte und heute in höchster Professionalität weltweit zelebriert wird. Und dieser Sport begeistert eben auch die Brandenburger. Insgesamt 26 Teammitglieder zählen die RFT-Kabeldrachen heute. Ja, seit wir 2012 angefangen haben und ein bunt gewürfelter Haufen waren im Alter zwischen 30 und 71, haben wir uns super zusammengefunden. Wir sind hochmotiviert. Es macht einfach Spaß nach wie vor. Den Spaßfaktor nicht vergessen, trotzdem aber ein leistungsfähiges und erfolgsorientiertes Team zu formen, ist die Aufgabe von Matthias Kenzler. Seit 2012 ist er Trainer der RFT-Kabeldrachen. Also im Sommer geht es natürlich rein aufs Wasser. Technisch wird viel gemacht, weil das meiste beim Drachenboot ist technisch. Und dann geht es natürlich Muskelaufbau oder Abläufe beim Rennen. Sind zum Beispiel so die Frequenzwechsel vom Schnell auf Langsame beim Start. Und das macht sich eben am besten auf dem Wasser. Ein Großteil des Teams hat nicht nur auf dem Nass eine gemeinsame Schlagrichtung. Alle arbeiten auch mehr oder weniger zusammen, sind Mitarbeiter der Bürogemeinschaft in der Kurstraße. Zum Team gehören Kabeltechniker, Architekten, genauso wie IT-Fachleute und Hausmeister wie Hartmut Hoffmann. Er ist der Älteste im Boot. Jeder muss sein Bestes geben. Ob man nur alt ist oder ob man jünger ist, das spielt keine Rolle. Aber auch beim Training. Das ist das Entscheidende bei dieser ganzen Angelegenheit. Alle sitzen hier wortwörtlich mit in einem Boot. Und das schweißt nicht nur sportlich zusammen. Das, was die Mannschaft auf dem Wasser leistet, spiegelt sich auch in der Arbeitswelt wieder. RFT-Kabel-Geschäftsführer Stefan Thiemann erkennt viele positive Effekte. Teamgeist ist nachher auch wichtig, der sich in den Jahren, die wir jetzt das Drachenboot-Team schon haben, entwickelt hat. Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Abteilungen sitzen zusammen in einem Boot und kämpfen für die gleiche Sache. Aber eben auch im Privaten haben sich daraus wunderbare Freundschaften mittlerweile entwickelt. Das Team ist jetzt vor allem aber erst einmal sportlich gefragt. Ganz spannend wird es hier Ende Juni auf dem Brandenburger BC. Dann starten die RFT-Kabeldrachen das erste Mal bei deutschen Drachenbootmeisterschaften. Wir lassen uns überraschen. Es ist ein starkes Feld, wie ich gehört habe, im Breitensport. 18 Mannschaften, die mit uns um den Sieg fahren werden, paddeln werden. Wir geben unser Bestes und hoffen, dass wir vielleicht im vorderen Drittel mit dabei sein können. Mindestziel ist es, nicht Letzter zu werden, eine Menge Erfahrung mitzunehmen und vielleicht haben wir Glück und wenn alles gut läuft und wir einen sehr guten Tag haben, vielleicht sind es auch zwischen dem 1. oder 5. Platz. Das wäre natürlich super für uns. Und die ersten Tests auf dem BC versprechen schon einmal Gutes. Gegen 18 nationale Teams müssen sie sich vom 26. bis 28. Juni durchsetzen, um eben am Ende vielleicht doch deutscher Meister im Drachenboot zu werden.